Präsidentin, wie eben angekündigt, möchte ich noch mal kurz das Wort ergreifen, mich für die Aussprache bis dahin bedanken und die Ankündigung aller Fraktionen, diesen Gesetzentwurf im Grundsatz zu unterstützen. Ich finde, der Entwurf ist auch Gelegenheit, noch einmal die Lebenslagen von Menschen, die blind sind und die vielen, die stark sehbehindert sind, die aber nicht so stark sehbehindert sind, dass sie die Blindheitshilfe erhalten könnten. Das sind ja dann am Ende doch wesentlich mehr als 1000 Menschen, die stark eingeschränkt sind und wo soziale Teilhabe nur mit großen Schwierigkeiten in gleichberechtigter Form ausgeübt werden kann, deren Lebenssituation nochmal zu betrachten. Und ich glaube, dann gehört auch dazu, dass wir beispielsweise mit der Schaffung der Landesfachstelle für Barrierefreiheit eine Maßnahme ergreifen, die ganz, ganz viele Maßnahmen in den Kommunen, im öffentlichen Raum auch nach sich ziehen soll, die viel Bewusstsein im Land verändern soll. Eine Maßnahme, die gerade für blinde Menschen von sehr, sehr großer Bedeutung sein wird, die neben der finanziellen Unterstützung im Alltag eine echte Hilfe ist. Und so gibt es viele Bereiche neben der finanziellen Unterstützung, wo wir auch als Land tätig sind und Verantwortung übernehmen. Und das soll man vielleicht mal in dem Zusammenhang auch mitsehen. Ich will zum Zweiten mich auch ganz herzlich bedanken bei den Menschen, die trotz starker Einschränkungen mit enormem eigenen Engagement einen Beitrag zu unserer Gesellschaft leisten. Heute ist einmal der Begriff gefallen, ob Leistung noch gewünscht und gefordert wird. Ich finde, das sind wirkliche Leistungsträger in unserer Gesellschaft, die trotz eines solchen Handicaps am Arbeitsplatz, in der Familie oder sonst ihren Mann oder ihren Frau stehen. Wichtige Teile der Bevölkerung sind für dieses Engagement, diese Leistung, sollten wir heute auch mal Dankeschön sagen. Es ist drittens auch erwartungsgemäß diskutiert worden, die Frage, ob die Höhe ausreichend oder angemessen ist. Und liebe Dagmar Heib, es ist ja auch die Frage nochmal des Willens und wie man ihn denn bewerten will, angesprochen worden. Und ich würde sagen, es gibt beim Willen halt auch eine unterschiedliche Ausprägung, ob man das, was man will, auch dann tatsächlich machen will und kann, ne? Oder ob man das, was man sagt, was man will, nicht unbedingt hinterher machen muss, weil man zum Beispiel in der Opposition ist. Und deshalb ist an der Stelle ein kleiner Blick in die Vergangenheit nur rein informatorisch nicht ganz schlecht, wenn man zum Beispiel sieht, dass in den Jahren 2005 und 2006 es zwei Kürzungen bei der Blindheitshilfe im Saarland gab, insgesamt um rund 150 Euro im Monat und das dann bis zum Jahr 2021 bei der Blindheitshilfe sich gar nichts getan hat und wir dann eine Erhöhung um 12 Euro hatten. Also soweit zum Wille, der da war. Insofern sind die 20 Euro, die wir jetzt in dieser Legislaturperiode schaffen, zumindest in der Gesamtschau, gar kein so schlechter Wille. Im Vergleich zu dem Willen, der sich in der Vergangenheit in der Praxis dann tatsächlich erwiesen hat. Natürlich kann sich jeder mehr vorstellen. Ich will nur noch einmal begründen, warum wir da etwas Maß gehalten haben. Wir haben uns natürlich auch orientiert an der Höhe der Leistungen in anderen Bundesländern. Und wir sind mit dem, was wir bislang machen, ziemlich in der Mitte. Es gibt ein paar Länder, die mehr geben. Es gibt auch ein paar Länder, die weniger geben, teilweise auch deutlich weniger, als wir das haben. Und wir werden jetzt in der oberen Mitte sein. Wir sind jetzt schon über Rheinland-Pfalz beispielsweise in der Leistungshöhe, werden zukünftig noch etwas mehr über Rheinland-Pfalz sein, falls Sie nicht in der Zwischenzeit etwas machen werden. Aber ich glaube, das ist dann auch im bundesweiten Vergleich eine akzeptable Entscheidung, die wir damit treffen. Und ich habe ja noch weitere Themen genannt, die im Ausschuss noch einmal diskutiert werden sollen und wo man vielleicht noch mal was sich überlegen kann. Ich glaube, wir werden hier eine konstruktive Debatte miteinander führen und ich hoffe, wir kommen zu einem Ergebnis, das wir dann auch in zweiter Lesung gemeinsam hier tragen können. Vielen Dank für die Diskussion. Applaus